Die, die sich gemeldet hatten, ich weiß wirklich nicht mehr, wer das war. Bitte schön. Du hast dich gemeldet vorher? Ja. Okay. Was denn, wenn jemand in einem Laden arbeitet, wo Alkohol verkauft wird? Darf jemand in einem Laden arbeiten, wo Alkohol verkauft wird? Nein. Ein Muslim darf nicht etwas verkaufen, was haram ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung bei Abu Dawud: Inna Allaha idha harrama shay'an harrama thamana. Wenn Allah azza wa jalla eine Sache verbietet, dann verbietet er auch dessen Preis. Man darf das nicht kaufen, nicht verkaufen, nicht lagern, nichts. Das heißt, das ist haram Geld, was er hier erzielt. Und das ist für den Muslim nicht erlaubt. Und damit ernährt er auch seine Familie von haram letztendlich. Wie soll sein Bittgebet erhört werden? Na? ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet von einer Person, der Allah azza wa jalla in der Wüste bittet. Diese hat niemanden außer Allah azza wa jalla. Aber Allah sagt, sein Essen ist von Haram, sein Trinken ist von Haram, seine Kleidung ist von Haram. Er hat sich von Haram ernährt. Wie soll ihm erhört werden? Wie soll sein Hilfgebet erhört werden? Na, wallahu ta'ala.